mich nützlich machen. Verschwinde. Wo willst du hin? Wo hast du denn diese Katzenaugen her? Oh! Ja, so darf man nicht gehen. Redanien! Oh! Erik muss man regelmäßig durchreden. Unser Ataman, der führt dich. Und vor keinem Kampf... Was treiben die da? Spiel! Zu groß geratene Kleinkinder, weißt du. Hast du Kinder, Geralt? Nein. Ach ja, Hexer sind ja steril. Na, starr mich nicht an. Sag mir, was dich herführt. Hast du schon mal Gwent gespielt? Ein Unsterblicher fordert die Erfüllung von 3 Wünschen und du fragst ernsthaft nach einer Partie Gwent? Angst zu verlieren? Kein Problem. Ich finde schon jemanden. Das ist der größte Affront, den ich je vernommen habe. Leg deine Karten aus.
Scheiße. Ich hasse es zu verlieren. Nun, Glückwunsch. Diese Karte gehört dir. Danke. Ich frage mich, wie du den Ophiri in eine Kröte verwandelt hast. Mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, dass das kein Allerweltsfluch war. Ist das Berufsinteresse oder stinknormale Neugier? Berufsinteresse. Die Information könnte mir noch nützlich sein. In der Zukunft? Du glaubst wohl, dass du die Aufgaben löst und glücklich bis an dein Ende lebst. Wird man sehen. Also, gib es zu. Dir hat ein Magier geholfen, stimmt's? Ich gebe dir einen Tipp. Du bist hier nicht der Einzige, der Wünsche erfüllt. Odim hat den Ophiri verwandelt? Auf deinen Wunsch? Nein, das war ich allein. Aber du hast recht, es war kein gewöhnlicher Fluch, sondern ein im Zorn gesprochener Wunsch. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er sich erfüllt. Mehr sage ich nicht. Sag mal, wie hast du den Ophiri kennengelernt, den du verwünscht hast? Du bist aber neugierig. Na und? Du redest doch gerne über dich. Das kann ich nicht leugnen. Der Ophiri war ein Kronprinz auf Reisen. Er wollte fremde Länder und Gebräuche kennenlernen. Er hat sich in eine Frau verliebt. Zufällig lag mir an dieser Frau sehr viel. Aber mit einem Edelmann aus fernen Landen konnte ich nicht mithalten. Sie wurde dem Ophiri versprochen, obwohl sie mich liebte. Du hättest seine jämmerlichen Versuche sehen sollen, sie zu bezirzen. Als sie fragte, warum er als Kaufmann verkleidet reise, sagte er, er wäre wie ein Frosch im Märchen. Ein Kuss und er würde sich in einen Prinzen verwandeln. Ein Frosch wollte er sein, konnte er haben. So einen Säbel sehe ich zum ersten Mal. Woher stammt er? Ophir. Er war ein Geschenk. Jeder schwachbrüstige Feigling kann sich eine Klinge an den Gürtel hängen und auf gefährlich machen. Aber mein Säbel ist ein Versprechen. Wenn ich ihn ziehe, rollen Köpfe. Schon sein Anblick vertreibt den Leuten die Lust auf ein Duell mit Olgierd von Evarek, dem berüchtigten Gesetzlosen. Mein Medaillon sagt, dass er magisch ist. Ach was, sagt es das? Eine bessere Waffe dürftest du noch nicht gesehen haben. Dein Trupp. Interessante Leute sind das. Interessant? Wieso? Gewöhnliche Zecher und Raufbolde allesamt. Wo hast du sie aufgetrieben? Manche sind schon seit Ewigkeiten bei mir. Andere fand ich unterwegs. Wieder andere haben mich gefunden. Bei Gelagen aller Art sind sie jedenfalls gute Gesellschaft. Und seit ich mit ihnen unterwegs bin, sind meine alten Gegner still wie die Mäuschen. Wladimir lässt dich grüßen. Du hast mit ihm gesprochen. Unglaublich. Nicht nur das. Ich habe deinen Wunsch erfüllt und mich mit ihm unterhalten. Willst du wissen, was er gesagt hat? Ich habe deinen Wunsch erfüllt. Dein toter Bruder hat sich amüsiert wie in alten Zeiten. Das sagt sich leicht. Hast du einen Beweis? Hab ich. Wladimirs Schrift. Unverwechselbar. Gut gemacht, Hexer. War es das? Oder hast du noch was anderes? Als nächstes kümmere ich mich um Borsodis Haus. Viel Glück und viel Spaß. Oh, ich erinnere mich an dich. Was darf sein? Darf ich mich mal umsehen? Bis dann.
Fisch und Unterhosen. Stinkt. Hast du was gegen Bauchschmerzen? Stechen. Hier unterm... Hallo noch einmal. Lass mal sehen, was du anzu... Bis dann. Vor dem Krieg habe ich an der Akademie unter... Weißt du, was man über deinesgleichen sagen würde? Ist das das Borsodi-Auktionshaus? Scheint so. Gefreiter Klein, du bist im Dienst. Schon vergessen? Mit Zivilisten wird nicht geplaudert. Zweck des Besuchs? Aus Neugier. Redanische Berufssoldaten, stimmt's? Hauptgefreiter Wenzel zur Stelle. Und der Depp hier ist mein untergebener Gefreiter Klein. Nun piss dich mal nicht ein vor Aufregung. Hast du was gesagt, Soldat? Nein, nichts. Müsstet ihr nicht irgendwo anders sein? Es herrscht Krieg, wisst ihr. Wir wurden alle hierher verlegt. Befehl 76 CWX in Schriftform. Mission, Bewachung des Auktionshauses. Priorität hoch. Die höchste sogar. Der Borsodi kennt sich aus mit den hohen Tieren. Hilft ihnen, die Kriegsbeute zu verkaufen. Kriegt Schutz dafür. Gefreiter Klein, das sind geheime Militärinformationen. Sind die Eigner da? Du meinst wohl den alleinigen Eigner. Den geschätzten Horst Borsodi. Ja, ist er. Ich muss mit ihm reden. Befehl 76 CWX ist eindeutig. Nur Geladene dürfen zur Auktion. Mit den schriftlichen Namen ganz einfach. Und das soll euch hindern? Also bitte. Ich fürchte, du hast Pech. Befehl 76 CWX besagte ferner, Hauptgefreiter Wenzel möge sich einen Besen in den Arsch stecken. Klein! Weißt du eigentlich nicht, was auf Vorgesetztenbeleidigung steht? Wen haben wir denn da? Geralt, der Hexer aus Riva. Wimme Vivaldi, der Bankier aus... Woher kommst du eigentlich? Wen kümmert es, Kollege? Geld kennt keine Grenzen. Was geht hier vor, Hauptgefreiter Wenzel? Du zankst dich mit meinem Kumpel Geralt? Meister Vivaldi, Herr, dein geschätzter Sozius hat keine Einladung zur Auktion. Und ich... Aber ich habe eine Einladung, verdammt noch eins. Und er kommt mit mir. Rein mit dir, Geralt. Aber meine Befehle... Ach, drauf geschissen. Muss ich erst zum Feldwebel gehen? Hoffentlich nicht. Jetzt stramm gestanden und Mund gehalten. Oh, die Jungs in der Kaserne werden sich am Boden wälzen. Ruhe! Vorwärtsmarsch! Rundherum! Eins, zwei, eins, zwei! Dank dir für die Hilfe. Schon gut. Ich kümmere mich gerne um alte Freunde und Kunden. Welch Freude, mit dir Geschäfte zu machen, Wimme. Das hat meine liebe Verblichene auch immer gesagt. Aha, die Leute kommen zusammen. Die Auktion fängt gleich an. Lass uns raufgehen. Hätte schwören können, das Auktionshaus der Borsodis wäre in Novigrad. Das war's. Sie sind umgezogen. Radovid hat Horst einen vorteilhaften Steuersatz angeboten. Weißt du, 0%. Schwer zu unterbieten. Nicht wahr? Das ist der Inbegriff staatlichen Wohlwollens. Worauf wollen die Leute denn bieten, weißt du das? Auf alle möglichen Wertsachen. Seltene Waffen, Exotika. Ich selbst habe freilich ein Auge auf bestimmte Werke von Porträtmeistern der Mariborer Schule geworfen. Van der Knoop, Longendijk... Sieh an, ich hätte nicht gedacht, dass du ein Kunstkenner bist. Bin ich auch nicht.
Mir ist das alles nur Geschmiere. Ich will sie ja auch nur einwickeln und wegschließen. Was? Wozu denn? Wieso wozu, Geralt? Ich muss doch mein Investitionsportfolio diversifizieren. Eigentlich will ich hier nur Horst Borsody sprechen. Oh, das könnte schwieriger sein, als du denkst. Warum? Der reinste Einsiedler ist der Mann. Gar nicht wie sein Vater. Melitele, hab ihn selig. Aber bei der Auktion taucht er vermutlich auf. Dann stelle ich euch vor. Ich stehe in deiner Schuld. Ach, Unfug. Ich mache nur in Krediten und Eigenwechseln. Also, rauf mit uns. Weißgold und Perlmutt mit Intarsien aus Topaz. Verkauft an Madame Willi. Kleid aus Haki-Seide mit Amethystperlen. Aus der Sammlung des Magiers Aeramas. 2000 Kronen. Ein Riese. Oder vielleicht ein Jötun? Serikanische Speere. Hervorragende Zierde für jedes Wohnzimmer. Gut zu wissen. Codex Redaniensis. Das einzige erhaltene Exemplar. Barbergé. Wunderschön. Aber beim ersten Schlag würden sie zerspringen. Verkauft an Such der Herr ein Kleid aus Haki-Seide mit Amethystperlen. Eröffnungspreis 2000 Kronen. Ja, ja. Geralt, wie wär's mit einer Immobilie? Ich könnte dir attraktive Hypothekenkonditionen einräumen. Es gibt keine attraktiven Kreditkonditionen, Wimmel. Auch es dauert wohl noch, bis sie anfangen. Wimmel, dies ist ein Bankett. Ja? Und? Ich hasse Bankette. Deppendialoge, winzige Portionen, Getränke, die nach Pisse schmecken. Ach, so schlimm wird es schon nicht. Lass mich dir meine interessantesten Partner vorstellen. Die alte Glucke dort ist Gräfin Mignole. Mit der hättest du bestimmt viel zu reden. Der Scheißer in der Ecke heißt Hilbert. Neureich. Hat mit Gwind ein Vermögen gemacht. Ah, und der da ist Kunsthändler Jaromir. Ein arrogantes Arschloch. Aber mit Gemälden kennt er sich am besten aus. Na, sollen wir mit jemandem reden? Es ist unpassend, hier zu stehen wie die Ölgötzen. Geralt. Jaromir, dürfen wir mal kurz stören? Hallo Vivaldi. Wer ist das? Geralt von Riva, Hexer. Ich dachte, dir wäre vielleicht nach einem Schwatz über die Bilder, die heute verhökert werden. Sind wir also auf Profitpirsch, wie immer. Wirf du mal mit deinen Steinen. Du lebst von deinem Gemäldehandel auch nicht übel, mein Freund. Stimmt, aber sie erfreuen meine Augen, während sie für dich nur Wechsel sind. Du interessierst dich nur für kulinarische Künste. Und du, Hexer? Weißt du irgendwas über Gemälde? Mag angesichts meiner rohen Visage unglaubwürdig sein, aber ein bisschen was weiß ich. Wirklich? Mal sehen, was. Wusstest du, dass unser Freund Vivaldi im Besitz von 5 Werken van der Knoops ist? Dabei kann er sie nicht von Landschaftsbildern für 5 Kronen pro Stück unterscheiden. Das leugne ich auch gar nicht. Doch für dich, mein lieber Hexer-Connoisseur, dürfte das ja das Geringste sein. Also sag uns, welches dieser Werke ist von Edward van der Knoop, dem Meister aus Maribor? Das Stillleben? Natürlich nicht. Das ist ein Longendijk. Die Palette, die Pinselführung. Völlig offensichtlich. Leb wohl. Was für ein Trottel. Ach, scheiß auf ihn. Typischer Adelspimmel. Man gewöhnt sich dran. Sowas.
Herzog Kleuwert hat doch bankrott erklärt. Und dann dieser Ring. Scheiße, ist der fett. Wimme, hör mal. Ich habe vergessen, dich zu fragen, wie die Auktion abläuft. Sie bringen drei Objekte raus. Wenn die verkauft oder nicht verkauft sind, gibt es eine Pause. Dann taucht Borso die hoffentlich auf und ich stelle euch vor. Ich verlasse mich drauf. Und bis dahin, hast du ein Budget? Willst du mitbieten? Natürlich. Jetzt habe ich mich schon hier reingeplagt. Da werde ich es doch mal ausprobieren. Ha! Ich wusste, der Funke springt über. Geschätztes Publikum, willkommen zurück. Hiermit erkläre ich die Auktion für eröffnet. Meine Damen und Herren, Objekt Nummer 1 ist eine Messingfigur aus der Sammlung des berüchtigten Grafen Romilly. Angeblich soll im Inneren der Figur ein Schatz verborgen sein. Ein Gerücht, das sich nur durch das Zerstören des wunderbaren Kunstwerks überprüfen lässt. Eröffnungspreis 50 Kronen. Ein echtes Schnäppchen. Wer bietet zuerst? Meister Hilbert bietet 100. Gräfin Mignole bietet 150. Höre ich 200? Wer möchte bieten? Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Der ehrenwerte Jaromir bietet 300. Hören wir mehr. 300 zum Ersten. Die Gräfin bietet 350 zum Ersten, zum Zweiten. Objekt Nummer 1, die geheimnisvolle Messingfigur, geht an Gräfin Mignole. Nun kommen wir zu Objekt Nummer 2. Ein Gemälde des jungen Novigrader Künstlers Van Roch. Sternennacht über dem Ponta. Ein charmantes Werk. Eröffnungspreis 20 Kronen. 20 Kronen, wertes Publikum, das ist praktisch geschenkt. Ja, der Herr mit den Katzenaugen bietet 20. Höre ich 30? 20 zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Verkauft! Sternennacht über dem Ponta von Van Roch geht an den Herrn mit den Katzenaugen. Objekt Nummer 3, Damen und Herren, eine Rarität. Selten wie ein Hühnerzahn, eine Brille. Mit Goldrahmen und Bergkristalllinsen, gefertigt von den kundigen Fingern der Gnomenmeister. Einst Eigentum des berüchtigten Auftragsmörders, der als der Professor bekannt wurde. Eröffnungspreis 200 Kronen. Wer bietet mehr? Gewinnmeister Hilbert bietet 250. Höre ich 3? Ja, so soll es sein. 300 von Jaromir Iwanowitsch Zaitsev. Zum Ersten, zum Zweiten. Unglaublich! Mit dem weißhaarigen Herrn sind wir jetzt bei 350 Kronen. Großzügiges Angebot, wirklich. Gibt es noch Gebote? 350 zum Ersten, zum Zweiten. Verkauft! Die unschätzbare Brille geht an den weißhaarigen Herrn. Ich freue mich, dass sie so nützlich ist. Welch eine Aufregung! Nach den drei Objekten ist es Zeit für eine Pause. Es gibt Erfrischungen. Bitte zugreifen. Bald geht es weiter. Gerard, schau! Horst Borsody! Schnell, ehe die anderen Schwanzlutscher ihn sich grapschen. Nur erwarte kein herzliches Willkommen. Grüß dich, Horst. Gestatte mir, dir einen lieben Freund und Partner vorzustellen. Gerald von Riva, der... nicht eingeladen ist. Wo habe ich nur meine Manieren? In Kaer Morhen rangiert Etikette nicht allzu weit oben auf dem Curriculum. Skandalös. Das ist offenkundig. Ich habe das nagende Gefühl, dass ihr zwei einen schlechten Start hattet. Vielleicht sollten wir trinken auf... Was will deinesgleichen von mir? Schön, sparen wir uns die Floskeln. Maximilian Borsodis Haus. Ich muss es finden, was immer es... Was? Wie hast du davon erfahren? Meine Herren, kein Grund, die Kontenance zu verlieren. Bitte, beruhigen Sie sich. Ich fragte, wie hast du davon erfahren? Boah, ganz ruhig. Wo?
Von Olgierd von Everick. Sagt dir das was? Tut es. Wache, bringt den Hexer raus und lasst ihn nicht mehr rein. Auch nicht mit Hierarch Hemmelfarb persönlich. Wirklich? Er hat doch nur eine schlichte Frage gestellt. Noch ein Wort und ich verlege meine Konten zur Konkurrenz. Tut mir leid, Kumpel. Du musst die Wache nicht bemühen, Horst. Ich gehe freiwillig. Ich entsinne mich nicht, dir die Wahl gegeben zu haben. Befördert seinen mutierten Arsch raus! Deine Schwerter, Meister. Wir müssen sie zurückgeben, sagt das Gesetz. Das Gesetz sagt aber nicht, wann. Tun wir es, wenn wir aus dem werten Herrn die Scheiße rausgeprügelt haben. Mhm. Treffpunkt für die Elite, wie wahr? Kommt, Jungs. Lockern wir die Muskeln. Das Gesetz sagt, wenn jemand verletzt ist, hole einen Heilkundigen. Das Gesetz sagt aber nicht, wie schnell. Man kann ein Weilchen warten. Es stimmt, was man sagt. Schwert oder nicht. Ein Hexer weiß, wie man Knochen bricht. Ich bin nicht in der Stimmung für Bauernweisheiten. Wer zum Teufel bist du? Wenn alles gut geht, würde ich sagen, dein Partner. Ich brauche keinen Partner. Oh, da bin ich nicht so sicher. Alleine kriegst du Max Borso dies Haus niemals. Woher weißt du, dass ich nach dem Haus suche? Ich war bei der Auktion. Getarnt natürlich. Die Auseinandersetzung war nicht zu überhören. Komm zur Sache, wenn möglich. Um das Haus zu kriegen, musst du erst in die Schatzkammer gelangen. Und aus Freundlichkeit lässt Horst dich da niemals rein. Ein Raub? Diese Idee gefällt mir nicht. Hast du eine andere? Geh zum Kräuterkundler bei Ochsenfurt und frag nach Schafgarbenextrakt. Er wird wissen, warum du gekommen bist. Wenn das eine Falle ist. Bis dann. Hoffentlich. Ich sage dir, unzüchtiger Halbling, dass du die Tür zu öffnen hast. Was will der denn? Ordentlich Knochen! Verlier dich nicht mehr! Verdammt! Zu tun in der Gegend. Das war recht effektiv. Mehr hast du nicht zu sagen? Ich habe dein Leben gerettet. Dieses Gesindel hätten wir mit links erledigt. Wir? Mann, bist du pingelig. Du weißt, was ich meine. Willst du jetzt handeln oder nicht? Hast du vielleicht Schafgarbenextrakt? Hab ich. Hinten. Folge mir bitte. Thank you.
Da bist du. Gut. Abwarten. Du willst mir was sagen, nehme ich an. Also schieß los. Wie drücke ich es aus? Wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir wollen beide etwas aus Borsodis Schatzkammer. Warum bündeln wir unsere Kräfte nicht? Ja, aber was genau sind deine? Ich habe einen Plan. Ich habe ihn das letzte Jahr über ausgearbeitet. Jetzt ist es Zeit, ihn umzusetzen. Kann ich auf dich zählen? Komm schon, ich kenne nicht mal deinen Namen. Welche Rolle spielt er? Er spielt eine Rolle, weil du offensichtlich was verbirgst. Und nicht nur vor mir, sonst säßest du nicht im Keller eines solchen Drecklochs. Wir haben alle dunkle Geheimnisse, aber ich habe dich nicht gebeten, mich zu heiraten. Ich brauche nur deine Hilfe bei einem Raub. Wir brechen ein, nehmen, was wir brauchen und gehen unserer Wege. Versuch, mich reinzulegen und du gehst nirgendwo hin, das weißt du. Ich schneide dir den Kopf dort ab, wo er am Hals festgewachsen ist. Ich kenne die Risiken. So, nun hast du mir gedroht. Bist du jetzt dabei oder nicht? Bevor wir fortfahren, weißt du überhaupt, was Max Borsodis Haus ist? Ich weiß, dass es in der Schatzkammer ist. Du beantwortest meine Frage nicht. Du meine auch nicht. Machst du nun mit oder nicht? Die Schatzkammer. Was ist darin, das du haben willst? Etwas, das mir gestohlen wurde. Dann geh doch zur Stadtwache und melde ein Verbrechen, anstatt selbst einzubrechen. Habe ich versucht. Mehrfach. Verstehe. Betrogen vom System und von der Welt. Wie auch immer. Was hat man dir gestohlen? Das wäre eine lange Liste. Reden wir von was anderem. Bist du dabei oder nicht? Ich bin kein Dieb. Gelegenheit macht Diebe, Hexer. Ich spreche aus Erfahrung. Na schön. Erzähl. Das Auktionshaus wird Tag und Nacht von 20 redanischen Soldaten bewacht. Patrouillen gehen auf und ab. Und hier um die Ecke eine Kaserne. Mit Gewalt kommen wir nicht rein. Wir müssen unbemerkt bleiben. Durchaus. Ist jedoch nicht einfach. Der Haupteingang ist gepanzert. Die Fenster sind mit Dimeritium vergittert. Aber es gibt keine Festung ohne Schwachpunkt. Auch diese hat einen. Mein Schwachpunkt ist jedenfalls Geduld. Also spar dir die Kunstpausen und rede. Neben dem Haus steht ein Turm, der mit dem Dachboden verbunden ist. Wegen der Patrouillen können wir den Turm nicht von der Straße aus betreten. Aber in 60 Fuß Höhe gibt es ein Fenster. Keine Gitterstäbe, keine Fensterläden. Da müssen wir hoch. Dann schleichen wir ins Auktionshaus rüber. Die Treppe runter und in die Schatzkammer. Wir brechen oder sprengen die Tür auf. Fertig. Klingt nicht übel, aber nach viel Arbeit für zwei. Das ist mir völlig klar. Wir brauchen zwei weitere Komplizen. Einer klettert hoch und wirft uns ein Seil runter. Der andere öffnet die Schatzkammer. Ein Panzerknacker oder Sprengmeister. Ich habe schon einige geeignete Kandidaten gefunden. Wir müssen nur die Besten auswählen und anwerben. Vielmehr du. Ich halte mich aus der ganzen Sache lieber raus. Hatte ich mir wegen der Kapuze schon gedacht. Sonst noch was? Ja, aber das gehört zu den Einzelheiten. Die erfährst du, wenn du dabei bist. Tja, andere Möglichkeiten habe ich nicht. Also gut, ich bin dabei. Aber unter einer Bedingung. Niemand stirbt. Ist das klar? So klar wie die große Sonne von Nilfgaard. Wollen wir uns entspannen und auf eine gedeihliche Zusammenarbeit anstoßen? Ich würde lieber anfangen. Womit geht es los? Als erstes stellst du die Truppe zusammen. Dann dezimierst du die redanische Patrouille etwas. Es sind so viele, wir könnten gesehen werden. Erzähl mir vom Einbruchskünstler. Schwindelfrei sollte er wohl besser sein. Deswegen hätte ich gerne Eveline Gallo. Eine Artistin, die als Hermeline bekannt ist. Sie gastiert gerade mit ihrem Zirkus irgendwo bei Oxenfurt. Spezialitäten, rhythmische Gymnastik und Seiltanz. Nicht Einbruch und Raub? Offiziell nicht, aber ich habe ihre Tourneeroute mit einer Liste der dreistesten Einbrüche der letzten Jahre verglichen. Sie korrelieren perfekt. Ich bezweifle, dass das ein Zufall ist.
Aber wenn sie nicht will, ist Hugo Hoff alias Bulette unsere zweite Option. Ein Halbling. Den hältst du für geeignet? Ein Mondgesicht ist doch keine Verbrechervisage. Du würdest dich wundern. Hugo hat mehr Einbrüche auf dem Buckel als du, getötete Monster. Und vor 2 Jahren hat er den vergoldeten Hahn vom Dach des Rathauses in Novigrad geklaut. Er kann also klettern. Angeblich verbirgt er sich in Ochsenfurt, in einem Haus beim Novigrader Tor. Sei vorsichtig. Er ist nicht groß, aber anscheinend ziemlich gefährlich. Gut, wen haben wir zum Öffnen der Schatzkammer? Fangen wir mit unserem Zwergenkandidaten an. Kasimir Bassi, Mahakama-Sprengmeister. Es heißt, er könnte mit einer Prise Salpeter Novigrad in die Luft jagen. Die Schatzkammertür dürfte kein Problem für ihn sein. Leider hat er seinen Beruf vor ein paar Jahren an den Nagel gehängt. Er hat sich im Dorf Alnes niedergelassen, geheiratet und ein paar Kleine gezeugt. Kann sein, dass er uns einen Korb gibt. Weitere Optionen? Quinto. Das ist der berüchtigste Panzerknacker des Nordens. Wird in Kettwen, Lyrien, Angrin und Kovir gesetzlich gesucht. Leider wurde er vor ein paar Tagen geschnappt. Von Hans von Sideris, diesem Söldnertrottel. Ich kenne den Mann. Hab einen Erzgreifen für ihn erledigt. Ein übles Scheißvieh. Hans oder der Greif? Eigentlich beide. Einen soll ich also aus dem gemütlichen Heim reißen, den anderen aus dem gemütlichen Käfig. Mal überlegen. Was soll das mit dem Dezimieren? Ich hatte gesagt, niemand stirbt. Immer mit der Ruhe. Ich wünsche niemandem den Tod. Nur eine Unpässlichkeit. Spuck's aus. Du musst den Koch der Garnison überzeugen, den Soldaten etwas in ihr Essen zu mischen. Damit einige von ihnen bettlägerig werden. Einer von 2, würde ich sagen. Wollen doch keinen Verdacht erregen. Ich kenne das Rezept für einen passenden Trank. Ist das nicht wunderbar? Brau was von dem Trank. Geh in die Stadt, such den Koch auf und überzeuge ihn, dir einen Gefallen zu tun. Vielleicht mit einem Zauber, barer Münze oder deinen Fäusten. Na gut, ich bin weg. Habe zu tun. Ich auch. Erledige alles. Wir treffen uns hier wieder. Und dann? Dann besorgen wir es Horst. Von allen Seiten. Alle zusammen.
Langsam, langsam. Dann geben wir Ihnen das Geld zurück. Was für Geld? Wir haben alles ausgegeben. Bis zum letzten Popper. Willkommen, willkommen. Was hältst du von ein paar Runden Gwint? Willst du mir nicht erstmal was verkaufen? Meine Waren haben keine Beine und laufen nicht weg. Die Karten auch nicht. Wollen wir jetzt Haare spalten oder Gwint spielen? Wie schaut's aus? Karten auf den Tisch? Ja, ja, ja. Da muss man mich nicht zweimal bitten. Willkommen, willkommen. Meine Dicker. Wollen wir. Wie schaut's aus? Ja.
Willkommen, Will. Meine. Wollen wir. Wie schaut's? Ja! Willkommen, willkommen. Was? Meine. Dick. Wollen wir. Ich glaube, du hast deinen Beruf verfehlt. Oh, seltsame Schlussfolgerung. Warum? Tja, du solltest Waren verkaufen. Stattdessen redest du nur über Quint. Du hast recht. Also, Lust auf eine Partie? Ich möchte mir dein Angebot ansehen. Ah, na gut.
Ich sollte gehen. Wenn du mal einen Gegner für Gwint brauchst, weißt du ja, wo du mich findest. Ganz schön kalt geworden. Heute werden wir alle froh. Sobald wir Ärger haben, muss ich uns raushauen. Wie in Maribor. Erinnerst du dich an Maribor? Liebling, bitte wechsle nicht das Thema. Darf ich es wechseln? Kommt drauf an. Wer bist du? Geralt von Riva, Hexer. Bist du Eveline Gallo? Hermeline? Nur für Freunde. Pluster dich nicht auf, Merin. Und du, red schon. Was willst du? Ich habe Arbeit für dich. Wirklich? Was für eine? Anonyme Vorstellung. Kein Publikum. In einem gewissen Auktionshaus. Lohn, so viel du tragen kannst. Eveline, bitte. Du kennst ihn doch gar nicht. Was soll das heißen? Er hat sich doch vorgestellt, nicht gehört? Geralt von Riva. Stell dich nicht doof. Du hast doch keine Ahnung, ob du ihm trauen kannst. Man kann niemandem trauen. Wie ein Spitzel siehst du nicht aus. Aber es gibt da ein Problem. Immer raus damit. Was für ein Problem? Wir haben eine Vorstellung. Sie ist ausverkauft. Und jetzt ist unser Freund und Kollege Falkenauge Wann irgendwie blind geworden. Hat zweifelhaften Fusel getrunken. Traurige Sache, aber darum geht es nicht. Aber die Leute warten. Entweder wir finden einen Ersatz für ihn, oder wir müssen den Eintritt zurückgeben. Wäre kein Problem, wenn wir das Geld noch hätten. Ah, mir dämmert, was du willst. Dann komme ich zur Sache. Spring für Wann ein, dann helfe ich dir. Was muss ich tun? Durch brennende Reifen springen? Nein, du musst mit der Armbrust ein Ziel treffen. Eveline, ich weiß nicht, ob die Idee gut ist. Ich auch nicht. Wird sich wohl zeigen müssen. Also, Hexer, wie sieht's aus? Wenn ich euch das Geld für die Erstattung gebe, ginge schneller. Wie viel ist es? Mal sehen. 400 Kronen, schätze ich. Mehr. 600 mindestens, würde ich sagen. Was? Ich hab doch heute Morgen... Wirklich, Merin hat recht. 600 Kronen. Na gut, ich zahle. Hoho, du brauchst ja wirklich meine Hilfe. Das gebe ich zu. Aber vor allem hasse ich es, mich vor dem Pöbel zum Affen zu machen. Und jetzt? Bereiten wir die andere Vorstellung vor? In der Nähe gibt es einen Kräuterkundler. Kennst du ihn? Besorg etwas Schafgarbenextrakt bei ihm. Oh, ein Geheimnis. Herrlich. Bis später, Hexer. Kann ich eine Hexerin werden? Bitte, bitte, bitte. Desto schlimmer wird's. Radovid hat uns eine Woche zu spät bezahlt. Der wollte uns auch noch betrügen. Ich glaube nicht, dass du weißt, was du tust. Bist du Quinto? Ja, höchstpersönlich. Mit wem habe ich die Ehre? Heda, das gefällt mir nicht. Hexer, bleib gefälligst vom Käfig weg. Klar?
Du drohst mir, um Geld zu sparen und schmiedest Ränke mit meinem Gefangenen? Schluss damit! Womit ist er euch denn auf die Zehen getreten? Uns nicht. Er hat ein paar Bankiers besorgt. Die wollen jetzt seinen Kopf sehen. Gegen Gold. Und da Meister Hans von Ziderist so geschäftstüchtig ist, hat er mich geschnappt und will die belohnen. Hat dir jemand das Wort erteilt? Halt den Rand! Ich brauche Quinto. Lebendig. Und ich brauche Geld. Jede Menge. Gut, dass mir egal ist, wer mich bezahlt. Du oder die Bankiers? Ich sag ja, äußerst geschäftstüchtig. Und ich sage, halt den Mund. Hör auf, dazwischen zu quatschen. Wo war ich? Richtig. Ich soll ihn gehen lassen? Bezahl. Zum Spezialtarif. Du hast mich geplündert. Jetzt bin ich dran. Rauskaufen? Das ist doch für Langweiler. Warum spielen wir nicht um Quintos Freiheit? Warum nicht? Wenn du verlierst, kostet sein Kopf aber das Doppelte. Abgemacht? Zum Teufel. Von mir aus. Ich drücke die Daumen. Ja, das noch schlimmer wird. Radovid hat uns eine Woche zu spät bezahlt.
Ich passe an. Rechnen wir es auf. Ich habe gewonnen. Ungeschickt, Hans. Ein Tretogor-Manöver mit solchen Karten? Bring ihn weg, bevor mir der Kragen... Ja? Aber wie bist du? Grete, gestern. Ich habe auf einen ruhigen Augenblick gewartet. Der Hexer war schneller. Das war meine Arbeitsprobe. Also, sag mir, wozu brauchst du mich? Du müsstest mir etwas öffnen. Nicht so klein wie ein Käfig. Klingt interessant. Lass die Details hören. Geh zum Kräuterkundler bei Ochsenfurt. Klopf an und frag nach Schafgarbenextrakt. Je länger es dauert, desto schlimmer wird's. Radovid hat es eine Woche zu spät bezahlt. Der wollte uns auch noch betrügen. Die Börse war voller Gefälschungen. Seht, Bronze mit ganz wenig Gold drauf. Das bedeutet, dass die Kassen Medaillens fast leer sind. Vielleicht sollten wir jetzt den Pott. Kehren und sehen, was es zu tun gibt. Was werde ich von euch erfahren? Hauptgefreiter Wenzel, wie ist dieser Arsch eigentlich? Er hat sich freiwillig gemeldet. Angeblich musste er die Ärzte bestechen, damit er eintreten durfte. Ist der verrückt oder was? Ganz bestimmt. Nachweislich geisteskrank. Hat wohl die Tests nicht bestanden. Aber Geld zahlen, um in die Armee eintreten zu dürfen? Ich dachte, ich hätte schon alles erlebt. Nichts über den Koch. Was werde ich von euch erfahren? Dieser, Horst Borsodi, hat er eigentlich eine Tochter? Warum fragst du? Tja, ich denke nach. In so eine Dynastie einzuheiraten, das wäre ein Leben in Saus und Braus. Ich rate dir, dich lieber nicht für die Borsodis zu interessieren. Warum denn nicht? Das bringt nur Ärger, mein Freund, nur Ärger. Nichts von Interesse. Was werde ich von euch erfahren? Fischeintopf zum Abendessen. Wirklich? Wer hat dir das gesagt? Niemand. Heute Morgen bin ich durchs Westtor gekommen. Hab Marten am Pier gesehen, mit einer Angel in der Hand. So ein Koch ist ein echter Schatz. Er jammert nicht über die knappen Vorräte. Er tut was, um unsere Mahlzeiten aufzubessern. Ja, wenn er nur mit dem Knoblauch etwas sparsamer wäre. Der Pier beim Westtor sollte leicht zu finden sein. So. Lass mich, dein Atem. Oh, das stinkt nach vollen Zähnen und Wodka. Aber ich werde dich... Da
seinesgleichen steckt einen an. Mit Miesmacherei und Fahnenflucht. Das muss der Koch sein. Guten Tag. Beißen die Fische? Ja, tun sie. Was ist mit dir? Wie bitte? Ich habe hier diese Mixtur. Ich bezahle dich, damit du sie in der Garnison in die Suppe der Jungs schüttest. Auf mein Signal. Ist nichts Gefährliches. Sie werden denken, dass der Fisch nicht ganz frisch war. Das wird teuer, Freundchen. Ziemlich. Du verlangst zu viel. Wie wär's, wenn du das Ganze ohne Bezahlung machst? Aus reiner Herzensgüte. Ja, ich helfe dir. Aus reiner Güte. Warte auf das Signal. Und kein Wort zu niemandem. Kapiert?